Ich heiße Klaus Großfeld, bin von der Ausbildung Geophysiker und arbeite in der Sektion Paläoklimadynamik. Seit 2010 bin ich Geschäftsführer des Helmholtz-Forschungsverbundes Regionale Klimaänderung und Mensch und leite den Verbund zusammen mit Peter Bräseke vom KIT. Mein Name ist Renate Treffeisen und ich leite seit 2008 das Klimabüro. Hier arbeite ich für das AWI und den Helmholtz-Forschungsverbund Reklim in unterschiedlichen Projekten an der wichtigen Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Im Fokus der Forschung in Reklim steht der regionale Klimawandel. Das erarbeitete Wissen wird von der globalen über die regionale bis hin zur lokalen Skala durch Klimafit auf die Bürgerebene gebracht. Und so können wir Multiplikatoren für den kommunalen Klimaschutz ausbilden. Die Bedeutung des Preises für uns sehen wir in der Wertschätzung unserer erfolgreichen und langjährigen Arbeit im Wissenstransfer, in ganz unterschiedlichen Projekten mit verschiedenen Akteuren und einer großen Bandbreite an Zielgruppen. Wissenstransfer muss heute als ein bedeutender und immer wichtiger werdender Teil der Forschung mitgedacht, umgesetzt und honoriert werden. Mit dem Preis wird unser dreijähriges Engagement einen aktiven Beitrag für die Transformation der Gesellschaft aus der Wissenschaft heraus zum lokalen Klimaschutz zu leisten, ausgezeichnet. Das freut mich sehr und motiviert uns, diesen Weg weiterzugehen. Mit dem Preisgeld, das mit der Auszeichnung verbunden ist, wollen wir unseren im letzten Jahr gegründeten gemeinnützigen Verein Klimafit unterstützen. Der Verein dient dazu, Fördergelder für das Projekt Klimafit einzuwerben und vor Ort in den Kursen einzusetzen. Mit meiner Arbeit im Forschungsverbund kann ich einerseits mein Wissen in die Forschungsthemen einbringen, aber gleichzeitig auch maßgeblich die Ausrichtung von Reklim mitgestalten. Durch die durch uns initiierten Projekte im Wissenstransfer kann ich aber auch dazu beitragen, dieses Wissen in die Gesellschaft, also zu den Menschen hinzubringen und so aktiv den Klimaschutz voranzubringen. Was ich an dieser Arbeit besonders liebe, ist, mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Kontexten und Expertisen arbeiten zu können. Die Lebendigkeit, die damit verbunden ist und insbesondere, dass wir einen Beitrag dazu leisten, die Gesellschaft zum Handeln zu befähigen, wenn es um die wichtigen Themen Klimawandel und Klimaschutz geht. Es ist ein schönes Gefühl, die wissenschaftlichen Ergebnisse für die Gesellschaft nutzbar zu machen. Ich möchte der Robert-Bosch-Stiftung und der Klaus-Tschira-Stiftung für die Förderung von Klimafit danken. Sie haben schon früh das große Potenzial des Projektes erkannt und durch ihre Finanzierung die Ausbreitung des Projektes auf ganz Deutschland hin ermöglicht. Wir möchten uns ganz herzlich bei dem gesamten Team Klimafit bedanken, denn das Projekt ist das Ergebnis einer Verschmelzung von ganz unterschiedlichen Expertisen und von hochgradig von der Sache überzeugten und sehr engagierten Kolleginnen und Kollegen, die mit sehr viel Herzblut dieses Projekt zu dem gemacht haben, was es heute ist. Und natürlich bedanke ich mich im Namen des gesamten Klimafit-Teams auch beim AWI-Förderverein für die Auszeichnung und Anerkennung unserer Arbeit. Dieser Preis ist eine große Motivation, das Projekt in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln. Vielen herzlichen Dank. Mhm.